Einen schönen guten Morgen. Auch wenn es heute zunächst nach einer Erholung aussieht, die Finanzkrise hat die weltweiten Börsen wieder fest im Griff. Nachdem die Citigroup neue Milliardenabschreibungen eingeräumt hatte und Chef Charles Prince den Hut nehmen musste, befürchten Analysten monatelange, möglicherweise sogar jahrelange Auswirkungen auf Unternehmen und deren Ergebnisse. Mindestens 2 Jahre werde sich die Krise auswirken, so die BNP Paribas. Die Deutsche Bank befürchtet selbst bei der Citigroup weitere Hiobsbotschaften. Und die sonst so moderate US-Notenbank warnte vor einer anhaltenden Krise. Auch der Immobilienmarkt werde weiter leiden. Dazu passt eine Einschätzung von JP Morgan. In der Nacht hieß es, die Abschreibungen könnten insgesamt rund 200 Milliarden Dollar erreichen. Ein großer Teil der sprichwörtlichen Leichen liegt demnach noch in den Kellern der Finanzinstitute. Gestern gab es bereits Hiobsbotschaften vom Luft- und Raumfahrtkonzern EADS. Probleme beim Bau des Militärfliegers A400M verursachten zusätzliche Kosten von bis zu 1,4 Milliarden Euro. Weitere Belastungen nicht ausgeschlossen. Das hatten selbst pessimistischste Analysten nicht erwartet. Damit droht dem Konzern 2007 erstmals ein Betriebsverlust. Doch mit dem zweiten finanziellen Desaster nach dem A380 nicht genug. Nach FDD-Informationen muss der Konzern auch noch die Umsatzprognose kürzen. Grund ist der hohe Euro-Kurs. Der zum Halbjahresergebnis vorgelegte Ausblick droht auf einem für EADS günstigen Euro-Dollar-Verhältnis von 1,35. Die geänderte Umsatzprognose dürfte bei der Vorlage der Geschäftszahlen am Donnerstag präsentiert werden. Die Lokführergewerkschaft GDL will bereits am Donnerstag den Güterverkehr bestreiken. Sollte die Bahn kein neues Angebot vorlegen, will der GDL-Hauptvorstand die Streikaktionen beschließen. Laut Bild könnten sie tagelang andauern. Die Deutsche Post will Teile ihres milliardenschweren Immobilienbesitzes verkaufen. Nach unseren Informationen soll Morgan Stanley nach Interessenten für das bis zu 1,5 Milliarden Euro teure Paket suchen. Darunter Büros, Packhallen und Briefzentren, die allesamt nicht betriebsnotwendig seien. Im Kampf gegen die PKK hat US-Präsident Bush dem türkischen Ministerpräsidenten Erdogan einen engeren militärischen Kontakt und Geheimdienstinformationen angeboten. Die PKK sei ein Feind der Türkei, des Irak und der Vereinigten Staaten, so Bush. Nach tagelangen Regenfällen hat eine Welle aus Schlamm und Wasser ein Dorf im mexikanischen Staat Chiapas überrollt. Hunderte Häuser sind praktisch verschwunden. Mindestens 12 Menschen kamen ums Leben. Mehrere werden noch vermisst. Die Lage an den Börsen bleibt angespannt. Daran ändert auch eine kleine technische Reaktion, wie wir sie heute sehen könnten, nichts. Zumal auch Unternehmensdaten enttäuschen. Der US-Computerhersteller Sun Microsystems hat Umsatz und Gewinn im vergangenen Quartal zwar gesteigert, Analysten hatten aber mehr erwartet. Der Dow Jones fällt um 0,4% auf 13.543 Punkte. Der Nasdaq-Index notiert ähnlich schwach. Der Nikkei in Tokio legt 0,5% zu auf 16.354 Zähler. Der DAX schloss gestern bei 7.808 Punkten, ein Verlust von 0,5%. Für heute sieht es zunächst freundlich aus. Zunächst. Und der Euro, der notiert fester bei einem US-Dollar 44,80. Heute gibt's ein volles Programm. EU-Justizkommissar Frattini macht Vorschläge, wie Daten von Flugpassagieren künftig gespeichert und ausgewertet werden sollen. Die EU-Kommission präsentiert den Fortschrittsbericht für die Türkei, der laut Financial Times vor allem eines enthält: viel Kritik. Rund 4 Monate nach den massiven Störfällen in den Atomkraftwerken Krümmel und Brunsbüttel legt eine Expertenkommission in Hamburg den Abschlussbericht vor. Der Aufsichtsrat der Commerzbank berät über die Nachfolge von Chef Klaus-Peter Müller. Als aussichtsreichster Kandidat gilt Vorstandsmitglied Martin Blessing. Und BMW legt Zahlen vor, ebenso Premiere. Und der frühere ENBW-Chef Utz Klaassen steht vor dem Landgericht Karlsruhe, weil er Tickets für die Fußball-WM an Politiker verschickt haben soll. So, das war's
von uns für heute. Wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie möchten, um 7. Bis dahin einen schönen und erfolgreichen Tag. Tschüss.